Ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe der Anlageidee mit der HSBC. Wir wollen heute über die gröbsten Fehler im Handel mit Zertifikaten sprechen und darüber, wie Sie diese auch vermeiden können. Dazu begrüße ich den Experten Christian Köker. Herr Köker, schön, dass Sie uns zugeschaltet sind. Hi, ja, per Videokonferenz. Ich starte mal direkt mit meiner ersten Frage. Es geht um den Handel mit Hebelprodukten. Was machen Anleger da häufig falsch? Welche Fehler kommen häufig vor? Ja, wenn ich mal so die letzten Jahre Revue passieren lasse und die Gespräche, die wir dann auch immer wieder mit den Nutzerinnen und Nutzern unserer Produkte führen, dann stellt man eben fest, dass neben, ich sag mal, einfach falschen Markenmeinungen, die natürlich jeder Anleger ganz gleich, ob privat oder professioneller Natur hat, dass es oftmals einfache handwerkliche Fehler sind, die dann auch dazu führen, dass man vielleicht nicht den gewünschten Gewinn erzielt oder möglicherweise sogar einen Verlust erzielt. Und das ist natürlich schade, wenn vielleicht einfach manchmal die Unkenntnis von manchen ja banalen Dingen dazu führt, dass man eben nicht den erhofften Erfolg erzielen kann. Und wir sehen dann letztendlich auch einfach oft, dass viele Anlegerinnen und Anleger dann auch bei ihrer Produktauswahl ein Stück weit zu optimistisch vorgehen, wo man dann eigentlich sagen kann, naja, die haben die richtige Marktmeinung gehabt, aber bei der Produktauswahl vielleicht dann ins falsche Regal gegriffen und dann leider nicht den Erfolg gehabt, den man eigentlich hätte haben können. Lassen Sie uns gerne noch etwas konkreter werden, Herr Köker. Welche Fehler sind denn in der letzten Zeit aufgefallen bei Ihnen? Ja, also was man natürlich auch gesehen hat in der Zeit, bevor wir jetzt den Crash hatten, durch den Ukraine-Krieg, ging es ja sehr, sehr lange auch aufwärts an den Märkten und auch in den einzelnen Aktien und Indizes. Und viele Anleger, die dann ja auch auf steigende Kurse setzen, machen das häufig mit Optionsscheinen und kaufen dann auch solche Optionsscheine, die dann eben übermäßig stark profitieren, die einen großen Hebel haben. Und dieser Hebel entsteht oftmals eben dadurch, dass der Basispreis, also die Gewinnschwelle, wie man das umgangssprachlich vielleicht auch sagt, sehr weit überhalb des aktuellen Niveaus der Aktie oder des Index liegt. Und das kann eben dann dazu führen, dass auch wenn die Aktie in die richtige Richtung läuft, sage ich mal, am Ende dem Optionsschein trotzdem die Puste ausgeht und obwohl die Aktie stark gewonnen hat, der Optionsschein sogar einen Verlust erleidet. Welche Fehler sollte man außerdem vermeiden? Ja, also es ist natürlich so, dass viele Anleger auch zum Beispiel ein Produkt kaufen zu einem Zeitpunkt, zu dem das nicht besonders günstig wäre. Ja? Da muss man dann einfach sehen, dass zum Beispiel der Kaufzeitpunkt für ein Hebelprodukt auch durchaus entscheidend sein kann, wenn ich beispielsweise einen amerikanischen Basiswert habe. Also ich möchte beispielsweise eine Investition über einen Optionsschein, über einen Turbo-Optionsschein in die Apple-Aktie machen, dann kann ich das üblicherweise zu besseren Konditionen machen, wenn auch die Heimatbörse der Apple-Aktie schon geöffnet ist. Also üblicherweise ab 15.30 Uhr hierzulande, weil dann ist die Liquidität höher in der Aktie, die dem Optionsschein zugrunde liegt. Und dann sind auch die Spreads, also die Spannen zwischen An- und Verkaufskurs kleiner. Und umso kleiner diese Spanne ist, umso besser ist das eben für mich als Trader, weil ich dann eben auch beim Verkauf weniger verliere. Und deswegen sollte man nach Möglichkeit eher dann ein Hebelprodukt kaufen, wenn die Heimatbörse des Basiswertes geöffnet hat. In Deutschland wäre das zum Beispiel zwischen 9 und 17.30 Uhr für Xeta-Aktien und in Amerika für amerikanische Titel dann idealerweise ab nachmittags 15.30 Uhr. Ja, den richtigen Kaufzeitpunkt zu treffen, das ist ja eine Kunst für sich. Denken Sie, der Handel mit Hebelprodukten ist dann eher was für Börsenaffine oder können auch Börsenanfänger mit Hebelprodukten handeln? Ja, also ich denke, dass beides stimmt. Also üblicherweise ist so die Evolution eines Anlegers oder einer Anlegerin, dass sie erstmal Erfahrungen sammeln, dann auch mit Aktien und sich dann auch ein Gefühl für das Auf und Ab an der Börse irgendwann einstellt, bevor man dann eben auch anfängt, möglicherweise mit Optionsscheinen die Depots abzusichern oder spekulative Investments einzugehen, wenn man auf weitere Kurse setzt. Deswegen ist es häufig etwas, wo wir sagen, dass Nutzer dieser Produkte dann auch eine gewisse Vorerfahrung an der Börse schon mitbringen. Das macht es natürlich dann auch ein wenig leichter, diese Wirkungszusammenhänge zu verstehen, über die wir dann auch gerade gesprochen haben. Herr Köker, Sie scheinen ja sehr börsenerfahren und als Experte ja auch börsenaffin. Haben Sie denn auch schon mal einen Fehler gemacht beim Handel mit Hebelprodukten?
Ja, natürlich habe ich das auch, denn auch Erfahrung schützt manchmal vor Torheit nicht. Und vielleicht ist es auch ein Grund, dass ich diesen Fehler auch angesprochen habe. Ich war auch einmal sehr euphorisch für einen Titel und wollte dann unbedingt einsteigen und habe dann auch völlig außer Acht gelassen, dass wir eben noch nicht die Eröffnung des Basiswertes in der Heimatbörse hatten und habe mich dann letztendlich auch hinterher darüber geärgert, dass ich dann vielleicht ein etwas teuren Einstiegskurs hatte, weil ich das Ganze vorbörslich gemacht habe. Das ist vielleicht noch ein wenig zu verschmerzen. Wichtiger sind vielleicht dann die Aspekte, die wir zuvor angesprochen haben, dass man keine Produkte wählt, die eine zu kurze Laufzeit haben, weil es ist sehr ärgerlich, wenn die Kursentwicklung sich einstellt, aber die Laufzeit des Produktes ist vorbei, oder dass man eben die Basispreise bei Optionsscheinen zu optimistisch wählt, dass die Meinung aufgeht, aber das Produkt trotzdem nicht an Wert gewinnt. Ich glaube, das sind dann noch die dramatischen Fehler, die man dann beachten muss. Herr Köker, ich fasse noch mal grob zusammen. Also Anleger sollten auf den Kaufzeitpunkt achten, darauf achten, dass sie den richtigen Basiswert wählen, auf den Preis schauen und noch mal, was denken Sie, was sollte noch alles beachtet werden beim Handel mit Hebelprodukten? Naja, so gerade wenn man die ersten Schritte in diesen Produkten unternimmt, dann ist es doch vielleicht ganz ratsam, sich nicht zu sehr dann davon leiten zu lassen, dass dieser Hebel, der ja gewisserweise in beide Richtungen wirkt, dass man sich davon zu sehr anlocken lässt und direkt anfängt, mit sehr, sehr, sehr hohen Hebeln zu hantieren, um auch ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie stark dann auch die Ausschläge dieser Produkte im Depot sein können. Also vielleicht lieber mal eine kleinere Summe mit einem kleineren Hebel zum Anfang benutzen, damit man eben auch sich, sage ich mal, dabei selber kennenlernt, wie man mit der Entwicklung von solchen Produkten im eigenen Depot auch eben umgehen kann. Und wenn wir uns dann das nächste Mal vielleicht nochmal hier treffen, dann müssen wir vielleicht auch mal über die Kosten dieser Produkte sprechen, denn man kann natürlich auch einen Fehler machen, nicht nur beim Spread, sondern auch bei anderen Kostenfaktoren dieser Produkte. Da sollte man vielleicht dann auch mal hinschauen, dass man nicht das teuerste Produkt auswählt, sondern eines, was eine günstige Gebührenstruktur hat. Das machen wir sehr gerne in der nächsten Anlage, die Herr Köker. Vielen Dank für diese, dass Sie Ihre Expertise mit uns geteilt haben und danke für Ihre Zeit. Gerne. Liebe Zuschauer, auch Ihnen vielen herzlichen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal.